Auf Blättern am Rande von Buchenwäldern erscheinen im Spätsommer die Gallen der Buchengallmücke. Buchengallmücken legen ihre Eier stets in Blattrippen auf der Oberseite von Buchenblättern ab. Unter der chemischen Reizwirkung der sich entwickelnden Larve entstehen dann im Spätsommer die etwa 1 cm hohen Gallen. Diese sind zuerst grün und nehmen dann eine rötliche Färbung an.